So, ich spule mal vor, ne? Hier passiert jetzt sowieso nichts. Schwimmbad der Nachbarschaft besuchen, na klar. So, wie geht's Fridolin eigentlich inzwischen? Energie sieht gut aus, Spaß, Harndrang. Der könnte ja mal, pass mal auf, der steht jetzt mal auf. Dann wird er mal hier auf das verstopfte Klo gehen. Anschließend wird er, Hygiene geht eigentlich noch. Wird er sich hier mal irgendwas, ein Frühstück, kann er wieder ein Müsli essen? Ach, hier, Quatsch. Kann er wieder, kann er wieder einen Snack essen, ein leckeres Müsli? Hat er jetzt Müsli? Ja. Und dann könnte er eigentlich beginnen, Tränenmond anzuschnauzen. Nee, dann könnten die vielleicht eine Kissenschlacht machen oder irgendwas, was Spaß macht. Fangen spielen oder irgendwas. Stibo. Wieso schleicht Fridolin denn nur noch? Hä? Fridolin schleicht sich auf Toilette? Der schlich gestern schon überall rum. Sabrina einladen. Oh. Mit Sabrina treffen. Oh. Buch über Charisma lesen. Ja, 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 geht gerade nicht durch. Ist doch hier auch schon egal bei der Wohnung. Dann schleicht er sich jetzt in die Küche. Ich verstehe das nicht. Jetzt schleicht er sich zum Frühstück. Das ist alles, das ist ein Mysterium. So, Tränenmond. Computerfreaks und Aliens werden jede Seite des neuesten Science-Fiction-Abenteuers von Tränenmond genießen. Duck Dodgers ist traurig, versucht die besten Elemente des Genres in einer geballten Ladung zu vereinen. Sechs Tantiem über 126 Simoleons. Das ist ja schön, der Schulbus kommt um 8. Da könnten die beiden auf jeden Fall nochmal eine Runde fragen, ob Sim gut geschlafen hat. Ach, das ist ja süß. Und anschließend, können die nicht spielen? Nach Hause einladen, plaudern, das sind Geschwister, die wohnen zusammen. Geheimnis verraten, tratschen, Gruppe gründen. Wieso können die denn nicht zusammen spielen eigentlich? Komisch, komisch, komisch. So, so. Ach, guck mal, wie höflich die beiden miteinander umgehen. Also, hast du gut geschlafen? Über schmutziges Geschirr beschweren. Schmutzige Teller. Kompliment über Kochkunst machen. Deine Kochkunst schmeckt wie Blutpinsel. Ja. Kompliment über Kochkunst machen. Deine Kochkunst schmeckt wie Yetis. Ah ja. Kompliment über Kochkunst machen. Digna. Deine Kochkunst ist Musik in meinen Ohren. Tja, hat super geklappt mit der Kissenschlacht und... Oh, gucke mal. Müssen wir das wieder gießen? Müssen wir das? Und Fridolin schleicht sich zur Schuh. Das ist doch alles... Da ist doch jetzt ein Fehler drin, dass der immer nur noch schnarcht. Schnarcht. Schleicht, meine ich natürlich. Das ist doch ein Fehler. So, zurück in Zukunft und auf. Freakadella, wann musst du denn in die Arbeit eigentlich? In 7 Stunden. Da kannst du jetzt ja noch ein bisschen pennen. Pflanze gießen. Dann vielleicht hier mal alles aufwischen und vielleicht kann sie ja doch alles selber reparieren. Spülmaschine reparieren. Anschließend hier nochmal entstopfen. Ach, jetzt steht's ja eh auf. Ein bisschen Energie hat sie ja jetzt. Das wird schon für den Tag reichen. Mann, ich würde sie endlich gerne mit Kunibert punkten lassen. Verdammt. Oh, und eine neue Zeitung gibt's auch. Ach, wie schön. Und Rechnung haben wir auch. Ach, ist das herrlich. So, hier mal ein bisschen Ranz über die Pflanze. Na, wird schon. Kann ich bald verspachteln, das Ding. Ja, lalalala. So, gieß mal schneller. Mach mal hin. Anschließend aber erstmal unbedingt das Buch lernen. Ich hoffe, das packt sie überhaupt noch. Wo ist es denn? Buch? Geheimnisse eines Meisterkochs, das war es nicht, ne? Kekse lesen, genau.
Welches haben wir denn gestern gelesen? Ich hoffe nicht das da, sondern wirklich das da. Des Gebiets Kochen begriffen. Wieso wird Tränenmond denn Meisterköchin? Was macht denn Tränenmond gerade? Ach, die sind gerade auf dem Schulausflug. Stimmt ja. Ach ja, ach ja. So, Klo sind stopft. Super. Und der, das Ding ist auch wieder repariert. Und jetzt kann sie erstmal lesen. Und ich glaube, Fridolin, liegt das Messer weg. Ist ja klar. Und ich glaube, wir haben gestern Abend das falsche Buch gelernt. Naja, ist egal. Das hier geht eh schneller. So, sobald sie die Kekse gelernt hat, kann sie ja auch nochmal aufräumen und dann, die Wäsche ist schon weggeräumt, glaube ich, oder nicht, oder doch? Dann kann man hier nochmal aufwischen und vielleicht nochmal den Fernseher reparieren. Fridolin hat die Fähigkeit Kochen 3 erlernt, das ist ja wunderbar. Bald findet eine formale Tanzveranstaltung statt und zwar am Freitag um 18 Uhr. Also schmeiß dich in deinen Designerfummel und schwing dich auf die Tanzfläche. Wer hingehen möchte, sollte sich eine Verabredung suchen. Wir haben für Tränenmond immer noch keine Verabredung. Das ist ja fast schon ein bisschen traurig. Habt ihr schon eine Idee? Also ich weiß schon, wer es wird. Also wer ihr, Herzblatt und so. Jetzt ist ja hier gerade die große Liebe ausgebrochen. Wir wollen ja alle unter die Haube bringen. So, das Rezept hat sie gelernt. Ist das Ding schon wieder kaputt? Nee. So, und ich glaube, sie wird zur Arbeit gefahren. Oh, sogar mit einer Sportkarre von dem Seniorchef persönlich. Und die Fahrgemeinschaft für Tränenmond fährt auch in einer Stunde. Und Tränenmond hat wieder geklaut. Wer ist denn das da hinten? Wer ist denn das? Jesus! Jesus! Ah, nee, ist eine Frau. Wer ist denn das? Ach, ein Tourist eben, Nighty. Und da hinten liegen immer noch die Dinger rum. Ach so, Frikadelle ist schon eingestiegen. Okay. So, Tränenmond. Da kommen die Kinder wieder nach Hause. Da Frikadella jetzt ja da hinten ist, für außerschulische Aktivität anmelden. Wäre natürlich schön. Die Touristin, hier komm mal, einmal charmant begrüßen. Ist halt so Fridolins Art. Ganz... ganz leger schleicht er sich dahin. Was macht er denn da? Kuslu! Sonne, Mond und Sterne, deine Augen sehe ich gerne. Und die übliche Anmache mit dem Schulbus. Und vielleicht ist das auch ein angegessener Keks, ich weiß es gar nicht. Ich habe ein kleines Matchbox-Auto, das ist total cool. Möchtest du es sehen? Oh, das wäre so schön. Ich werde mich so freuen. So. Ach, guck mal. Oh, Frikadella, du hast nicht nur unglaublich schnell gelernt, wie man Kekse zubereitet, sondern zauberst auch noch eine besonders köstliche Variante. Das ist doch mal das Gleiche. Ja, super. Zumindest ist er aufgestiegen und Tränenmond ist jetzt auch auf, die fährt jetzt zur Arbeit, soweit ich das beurteilen kann. Geht's dir denn gut? Ja, doch, der geht super. Hervorragend. So, Fridolin. Sollte sich auch mal wieder mit Sabrina treffen eigentlich. Ein neues Rezept lernen. Abschlussball besuchen. Plus 400. Oh, da ist so viel hier. Okay, treffen wir uns nachher mal mit Sabrina. Mhm. Fremdsprachen auf jeden Fall gar kein Problem. Handy. SIM anrufen. Nörgler. Sabrina, verdammt, um Verabredung bitten und Fridolin hat soeben für die Fähigkeit Charisma Level 6 erreicht. Fridolin kann jetzt die Interaktion witzig begrüßen verwenden. Huch. Ach, jetzt können wir uns für ein Ziel verabreden. Vielleicht hier romantisch angeln gehen oder vielleicht... Weil immer in den Park ist ja auf Dauer auch ein bisschen doof. Können die beiden vielleicht zusammen ins Kino gehen oder ins Theater? Irgendwas so, was man halt so macht, wenn man zusammen... rumhängt.
Moderne Kunst ist genau das, wo zwei verliebte Teenager hinwollen. Oder Bibliothek. Wo ist denn hier das Kino? Ich bin schon wieder blind, ne? Bistro? Polizeirevier wäre auch schön zum Besichtigen. Ist romantisch. Am alten Pier. Brosnen. Auf dem Friedhof ist nicht so geil. Dubios. Wohlcool. Wellness Center. Loftpool. Himmelblau. Krankenhaus. Imbiss. Leckerschmecker. Fitness Center. Gemeinschaft für Hochbegabte. Was? Ja. Rathaus? Gibt's denn hier kein Kino in diesem Kaff? Hallo, Kino! Nee, offensichtlich nicht, aber vielleicht können die beiden ja dann schwimmen gehen. Loftpool Himmelblau. Haben wir noch einen anderen Pool? Vielleicht hier. Schwimmbad Le Petit High. Da gehen wir jetzt mal hin. Okay. Mal schauen. Hauptsache ein bisschen verabreden. Und lässt die andere Alte einfach stehen, die sich jetzt darüber aufregt. Ja, der Fridolin, das ist schon ein kleines Macho-Schwein. Huch. Oh, da war Sims. Hallo, Sims? Ich glaube, die beiden hängen gerade in der Endlosschleife rum und ich kann gerade auch nicht navigieren oder so. Hallo? Ich glaube, wir haben gerade einen Bug gefunden. Nicht du. Ich glaube, ich gehe mit ihm mal eben hier hin. Hallo? Okay, also nochmal. Handy, das war ja gerade ganz merkwürdig. Habe ich noch nie erlebt. Einladen nach. So, wo ist sie? Wo ist denn Sabrina? Gut, die ist noch im Spiel. Irgendwas ist hier doch gerade ganz merkwürdig. Sim anrufen. Einladen nach oder um Verabredung bitten. So. Dirty Nukem? Quatsch. Pass mal auf. Ja, die Alte kann da rumzetern, wie sie will. Die hat ja vorher schon rumgezetert. Dann fahren wir jetzt mal manuell. Fahren wir jetzt mal hier. Besuchen mit Sabrina van Damme. So, jetzt aber auf. Das war ja gerade eine ganz merkwürdige Erfahrung. So, sind wir in Pause oder wieso fährt er nicht? Die Alte ist weg da hinten, die Zetertante ist auf einmal verschwunden, aber das Taxi fährt nicht. Steig doch mal aus gerade. Ob das mit dem Schleichen zu tun hat, dass der immer nur noch rumschleicht? Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was wir jetzt machen sollen. Stadtpark besuchen. Vielleicht mal alleine den Stadtpark besuchen. Und das Taxi steht immer noch da. Was ist denn das Kleine da? Ach, das ist Sabrina, die hier läuft. Warum... Sie läuft jetzt zu Fridolin, damit sie zu Fuß ins Schwimmbad gehen. Ist sie durch die ganze Stadt gelaufen? Hilfe! Ich will doch nur mit Sabrina ins Schwimmbad, also Fridolin.